mitten im Wald, da wo die Sonne fast nicht mehr durchkommt wegen diesen vielen Bäumen, in einem kleinen Tätschhäuschen mit einem Schuppen nebendran, da ist der Dominik Dachs daheim. Schon seit vielen, vielen Jahren. Alle Waldbewohner wissen das, auch die vom Feld und sogar noch die, die am Bach wohnen. Alle haben ihn gern und alle sagen ihm nur den Onkel Dominik. Er ist ein Gemütlicher, nur eins mag er nicht vertragen, wenn die kleinen grauen Mäuse ihm hinter die Sache gehen, wenn sie so raschelt und piepst und manchmal noch chattert. Aber was wollen die Mäuse holen bei ihm? Er ist ja so arm. Wenn er nicht noch den Garten hätte mit dem Gemüse, so wäre er sogar schülearm. So mag es aber gerade noch gehen. Es ist zum Verzweifeln mit diesen Mäusen. Die ganze Nacht das Gepieps und Geraschel, dass man nicht schlafen kann. Und dann fressen sie einem erst noch das Zeug. Es sind immer die gleichen. Ich kenne es genau. Die kleinen dick, die einem mal so frech anschauen. Und die grösseren mit dem Schnauz. Und noch die hinkt. Das Geschirr einem zusammenschlagen, das könnt's. Was ist denn los? Die Uhr stimmt ja gar nicht. Jetzt hat sie doch gerade 7 geschlagen und jetzt ist es aufs Mal 7:30. Bis jetzt ist sie doch immer. Was sag die Uhr, Sila? Es stimmt ja alles nicht mehr, nur wegen diesen Seufiecher. Inne, habe ich gesagt. Ja, jetzt gang doch inne, es ist doch erst 7. Warte nur, dir will ich es zeigen. Innen, ja, nüt ist, jetzt gehen wir mal innen. Blasen wir doch. Jetzt ist ihm der Schnuff ausgegangen. Und macht, was er will. Ich sage dir, das hätte es andere Jahr nie gegeben beim Onkel Dominik. Einfach gut Hörtöpfel im Boden reinlassen. Die sollte doch raus, bevor es kalt wird. Und drüber fehlt ihm echt etwas, dem Armen. Und schau mal das Unkraut da im Garten rein, der durcheinander. Früher hätte es das nie gegeben bei ihm. Da hat er dann genau drauf geschaut. Und jetzt, wie das aussieht. Was ist echt los mit dem? Ja, wenn man das wüsste. Hallo miteinander. Haben Sie den Onkel Dominik nicht gesehen? Nein, nie nicht. Wir sitzen schon lange da. Was ist echt da los mit? Er ist einfach nicht mehr verfreundet. Ja, das sagen wir eben auch. Er hat sich verändert. Und wie? Wenn man nur wüsste, hä? Wissen Sie? Ja, Tag, Onkel Dominik. Tag, Onkel Dominik. Tag, Onkel Dominik. Ja, Tag miteinander. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's, Onkel Dominik? Ja, wie soll's gehen? So wie immer, weiss nichts anderes. So hat er früher nie geredet. Immer hat er etwas zu erzählen gewusst. Onkel Dominik, geht's gut? Geht's gut, Onkel Dominik? Natürlich, hast du schon gesagt. Er ist einfach nicht mehr der gleiche. Der Onkel Dominik sollte halt eine Frau haben. Er will eine richtige Frau Dachs. Die könnte ihm schauen und ihm die Sache machen. Ja, das Beste wäre es natürlich schon. Schau dir mal seinen Schuppen an. Dann sollte man doch Flicken so rumlaufen. Immer so allein. Immer nur gerade das Nötigste. Nie einen vorigen Batzen im Haus, um etwas zu kaufen. Das Haus hat er noch von seiner Grossmutter gegeben. Das ist halt eben auch ein Fängshalt. Du, Onkel Dominik, warum tust du uns nicht mehr erzählen, so wie früher? Warum sagst du nicht mehr? Jetzt fragst du auch noch. Wie die anderen. Siehst du es ja, immer arbeiten.
Dominik, du schaffst ja gar nicht. Schon manchen Tag nicht mehr. Wie du das sagst, ich habe danke keine Zeit. Aber du läufst ja immer noch rum. Sieht man doch. Ich laufe nicht rum. Ich muss etwas studieren. Das begreifst du nicht. Aber du studierst sicher immer das Gleiche. Immer so hin und her. Druckt etwas. Nein, lass mich noch machen. Ich gehe fort. Wo an? Wie fort? Weiß noch nicht. Ganz allein? Nein, mit dem Wagen. Aber du kommst wieder rum. Kannst du nicht einfach fort? Mal, ich kann und ich gehe. Wo ist der Wagen? Ah, ja, denke im Schopf. Jetzt läuft er einfach davon. Er gefällt mir gar nicht, der gute Onkel Dominik. Mit dem ist etwas los. Wie kommt er das noch raus? Einfach fortgehen. Er geht? Ich glaube, es ist ihm halt einfach verleidet. Das gibt's. So, ich bin parat. Adieu miteinander. Auf Wiedersehen, Onkel Dominik. Komm gleich wieder rum. Wiedersehen. Der Dominik Dachs hat das schon noch gehört, von dem Seichhörnchen angerufen hat. Aber er hat keine Antwort mehr gegeben. Er will einfach fort, wieder einmal in eine andere Gegend. Das Eichhörnchen hat es verraten. Er hat einen Verleider. Immer allein in seinem Haus wohnen, alltagsgleich, das ist nichts. Also, zuerst wollte ich jetzt einmal zu Matthias, aber er denkt sowieso, es sei etwas los mit mir, dass ich nämlich ihm schauen kann. Ja, ja. Jawohl. Zum Matthias. Er kann ja doch nie weg mit seinem Geschäft, ja. Das mache ich. Dominik, gehst du fort? Nur zum Fluss aber. Ja, was gehst du holen? Nichts. Warum nimmst du denn den Wagen mit, um dich eben dran? Ach, schau, ein Wagen ist immer gut. Wenn man etwas findet, Schwämme, Kastanien oder sonst etwas, so kann man es eben aufladen und mitnehmen. Ja, wir essen halt immer gerade alles, was man findet. Wir brauchen nie einen Wagen. Du, ich glaube, der Winter kommt. Hast du gesehen? Die Schwalben, die sind schon fort. Ich habe es gesehen. Ich wäre am liebsten auch mit in den Süden geflogen. Wieso? Du gehst doch da hin. Da ist es doch auch schön. Oh, hm? Aber langweilig. Du musst jetzt nicht so traurig reinschauen. Lach doch einmal. Es ist jetzt kalt zum Lachen. Adieu. Adieu, Onkel Dominik. Heb dem Wagen Sorge. Ich kann dann lachen, wenn ich will. Obacht, Vögel, geht auf die Seite, wenn ein Fahrzeug kommt. Man spielt doch nichts mit auf der Straße. So sollte man können fliegen wie die. Das wäre toll. Die Welt einmal von oben ab anschauen. Mich nimmt es überhaupt wunder, wieso nur die Vögel mit Flügel haben, die anderen nicht. Ich hätte einmal auch Sorge gegeben. Wir müssen immer laufen und den Karren stoßen. Überhaupt sollte man können abwechseln. Die einen sollten können im Winter fliegen und die anderen nur im Sommer. Jawohl, das wäre gerecht. Ich habe es schon manchmal gesagt, aber auf mich hört man ja nicht. Nach einem Geisszimmer, ich sei ein Frechdachs. Thank you.
Kröten fängt es also wichtig, wenn ihm die ganze Welt hören würde. Nicht einmal mit Grüezi sagen kann er einem. Päh! Denkt euch nur, der Frosch ist krank, er liegt auf der Ofenbank, quackt nun schon, wer weiß wie lang. Denkt euch nur, der Frosch ist krank. Woher kommt denn die Musik? Da spielt doch jemand Handorgel. Denkt euch nur, der Frosch ist krank. Wer ruft denn da? Schönes Wetter heute, ist das nicht ein bisschen gefährlich, so nah am Fluss zu laufen, wenn man nichts sieht? Grüezi, grüezi. Haben Sie nicht einen Batzen für einen blinden Bettler? Er ist ja schon ein armer Teufel, wenn er nichts sieht. Aber ich habe eben auch fast nichts mehr. Ja, da, der Letzte. Jetzt sind Sie halt am Sonntag wieder einmal kein Braten. Oh, der ist ja echt. Danke, danke tausendmal. Dir soll es immer gut gehen. Du hast ein gutes Herz. Zeig mir mal die Pfoten. Ich kann da draus dein Schicksal lesen. Du bist doch blind. Du kannst doch nicht lesen. Nicht mit den Augen, mit den Pfoten. Ich spüre alles ganz genau. Jawohl, so ist es. So wahr, wie ich der Vagabunden Otto bin. Der Vagabunden Otto? Aha, so sagt man mir. Jetzt zeige mal. Oh, 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 oh. Was ist denn? Ich sehe ein grosses Glück und gefährliche Abenteuer. Und eine grosse Reise. Du bist aber auf dem Holzweg, Vagabunden. Wie heisst es jetzt schon wieder? Vagabunden Otto. Ich sehe ihn alles ganz genau. Lass mal, ich bin in meiner Lebtung noch nie von zu Hause fortgekommen. Etwas Besonderes habe ich auch noch nie erlebt. Ja, ich meine, etwas, was einem aufregt. Und überhaupt, ich habe kein Geld. Lass doch. Du gehst von zu Hause fort. Ich sehe ein Wasser. Viel Wasser. Ja, dort im Fluss. Das Wasser geht wie eine Strasse zwischen den Hügeln durch. Ich sehe ihn auch einen Wald, ganz einen dunklen. Und ich sehe ihn eine grosse Gefahr. Was du nicht sagst. Lass mal, wenn man reisen will, so muss man Geld haben, ganz einen Haufen. Und ich habe keins. Wirst es denn schon noch erleben? Denk dran. Ich, der Vagabunden Otto, hat es gesagt. So, jetzt muss ich gehen. Adieu. Adieu. Du dicke schwarze Hummel, machst ein so groß Gebrummel. Jetzt habe ich dem meinen letzten Batzen gegeben. Ich glaube, der hat mich verwünscht. Was hat er da gemeint mit dieser grossen Reise? Ja, das ist doch Quatsch. Ich, eine grosse Reise. Wollt wissen, mit was? Schön wär's schon, wenn's auch nur kleine wär. Der Dominik Dachs hat im Zug noch lange nachstudiert. Oh, er reist. Nicht immer so allein im Haus sitzen. Aber wie? Er hat diese Sache so fest nachstudiert, dass er nicht einmal gemerkt hat, dass er schon beim Haus von seinem Freund Matthias angekommen ist. Matthias Wassermaus, Schiffsbauer. Bootsverleih für Ruderboote.
2 Batzen die Stunde. So steht es auf der Tafel. Ja, der Matthias kennt man weit umeinander. Er ist sogar berühmt als Schiffsbauer. Wenn einer ein richtiges Schiff muss haben, eins, wo man auch stolz sein kann, dann geht er zum Meister Matthias. Heute hat er gerade im Schuppen hinein zu tun. Hey, Tag miteinander. Wo haben Sie den Meister? Der Meister? Ha, er krampft drinnen im Schuppen. Aha, danke. Ja, schon. Ah, da bist du ja. Hoi, Matthias. Ja, der Onkel Dominik. Jetzt schau da her. Hast du es, meine streng? Du, wo bist du auch gesteckt den ganzen Sommer durch? Seit du das letzte Mal bist go fischen, hat man ja nichts mehr von dir gehört. Ja, du kannst das ja etwa denken. Immer einen Haufen zu tun. Erdäpfel, Pilz, Kastanien, es ist immer etwas los. Was meinst du da zu dem Boot? Schau mal, jetzt ist es dann gleich fertig. Mal, wer das überkommt, der kann sich meinen Sterne pfeifen, wenn ich so eins hätte. Ja, du und das Boot. Du hockst ja doch immer in deiner Hütte rein. Ein Stubenhocker. Was willst du machen mit dem? So eins gehört raus aufs Wasser. Du hast ja schon recht, aber ich hocke nur rein, weil ich ein armer Hagel bin. Wenn ich einen Sack voll Goldstückchen hätte, dann würde ich dir das schönste Boot abkaufen. Ja, also... Du gäbst beim Hagel noch einen zünftigen Kapitän mit deinem Bauch. Aber Sepp kann dir sagen, mit dem rechten Boot kommt man doch auch noch immer hin. Nur schon den Fluss da ab. Was sieht man da nicht alles? Ja, und dann noch das Fischen, zmitz draussen. Dort sind die dicksten Fische. Nein, hör auf, Matthias, hör auf. Du weißt doch, ich bin nur ein armer Dachs und habe noch gerade so viel, dass ich kann leben. Ich sag dir doch, wenn ich das Geld hätte, ich käme sofort zu dir und werde mir ein Boot kaufen. Wenn es auch nur ein kleines wäre. Ja, du hast recht. Auch auf einem kleinen Boot von mir kann man gut wohnen. Es hat ja jedes eine Kabine und ein Bett. Auf dem Fluss wärst du auch nicht so allein wie bei dir zu Hause. Ach, wie kann man auch noch im Wald draussen wohnen? Mir wäre das viel zu langweilig. Hör auf, Matthias. Ich kann mir einfach kein Boot kaufen und damit Schluss. Wenn du so redest, dann drückt es mich nur noch weh. Warte mal. Jetzt kommt mir etwas in den Sinn. Komm mal mit. Aber pass auf, dass du nicht über etwas hineinfliegst. Ja, was willst du? Ja. Siehst du es jetzt denn gerade? Komm. Jetzt schau mal den Kahn an. Möwen heisst er. Aha. Er sieht zwar nicht gerade so gut aus im Moment, aber mit ein bisschen Fleiss und rechter Farbe könnte man den schon wieder anbringen. Der Motor, der ist nämlich noch prima. Komm mal rein und schauen. Ja. Oh! Pass auf, schlag den Kopf nicht an. Hast du gemerkt? Siehst du, in dieser Kabine hat es sogar 2 Betten. Natürlich ist jetzt alles ein bisschen staubig und verrostet. Aber frische Vorhänge, ein farbiges Tuch auf den Tisch und alles zuerst sauber putzen, dann ist es da drin wie in einer Stube. Ein Ofen hat es ja auch. Warum sagst du nichts? Ja, was soll ich sagen? Ich sehe das alles schon. Also? Was also? Eben ja. Was ja? Gefällt dir das Boot oder gefällt es dir nicht? Natürlich gefällt es mir. Ich habe noch nie so ein schönes Boot gesehen. Gut, jetzt haben wir es ja. Los, ich habe das Boot vor 2 Jahren gekauft. Aber seither ist es da. Niemand hat es mehr wollen. Jetzt lehne ich es dir aus. Oh, ja, du kannst fahren und wohnen drauf. Aber zuerst musst du es natürlich auch in die Ordnung machen. Und das gibt noch einen Haufen zu tun. Also, wenn du es recht machst, hast du bis in einer Woche ein funkelnagelneues Boot. Dann hat er doch recht gehabt. Wer meinst du? Der Vagabunden Otto. Ich habe ihn heute Mittag gesehen und da hat er mir aus dem Foto die Zukunft gelesen. Ich mache eine grosse Reise auf dem Wasser.
Matthias, ich weiß nicht, wie ich dir soll danken. Ich muss nur noch schnell mein Haus beschliessen und dann komme ich zurück. Abgemacht, Onkel Dominik. Jetzt gefällst du mir wieder. Oh, oh, wo ist mein Wagen? Ich muss pressieren, ich komme wieder. Ich mache eine Reise mit dem Schiff. Oh, eine grosse Reise. Heissal nochmal. Ich muss nur noch schnell heim. Ich komme wieder. Hey, nur nicht so gesprengt. Lade doch Zeit. Der gute Dominik Dachs ist ganz zum Häusli aus. Ja, man kennt ihn fast nicht mehr. Wahrscheinlich ist es halt schon so, dass einem eine grosse Freude kann ganz zunder Opsi machen kann. Von Dominik Dachs hat auf einmal ganz anders ausgesehen. Spannend. Ja, man kann schon fast sagen, aufregend ist es geworden, wo ihm der Matthias gesagt hat, er dürfe die Möwe, das alte Boot, für sich zwegmachen und dann damit den Fluss durchab auf die Reise gehen. Gerade wie wenn es sein eigenes Schiff wäre. Zuerst hat es Dominik fast nicht können glauben. Aber dann ist er heimgerannt wie ein bisschen Wetter. Er hat alles so gut verriegelt, wie wenn er auf eine Weltreise ging, und ist dann sofort wieder durch den Wald, zwischen den Wiesen durch und dann im Fluss nachführen, bis wieder zum Wegplatz von Matthias. Oh, Matthias, ich komme, ich bin da. Jetzt schaut mal da, Herr. Das ist doch fast nicht möglich. Ja, Onkel Dominik, bist du schon wieder da? Ja. Ich habe doch gemeint, du willst erst morgen anfangen mit dem Öfen. Ja, weisst, ich habe halt gedacht, es sei gescheiter, ich habe, ja... Jetzt bin ich da. Ist es nicht recht? Wohl. Ich kann denken, natürlich ist es recht. Aber du hast dir doch sicher schon ein Herz ausrennen. Bist doch auch nicht mehr der Jüngste. Ja, meinst du echt? Ich weiss selber nicht, wie alt ich bin. Einmal rennen kann ich noch gut. Was soll ich jetzt zuerst machen? Muss ich da ins Wasser reinstehen? Ja, du. Zuerst gehst du jetzt schnell zu meiner Frau. Sie soll dir eine Chance geben, zum Arbeiten. Da wird man nämlich dreckig dabei. Du, Frau! Der Onkel Dominik ist schon da. Gib ihm eine alte Chance zum Anlegen. Eine von meinen Alten, er will gerade anfangen. Gut. Komm rein, Onkel Dominik. Ich habe dir schon etwas. Und dass du es gerade weisst, du brauchst dann etwa nicht alle Abend heim im Wald den weit Weg machen. Du kannst bei uns übernachten, solange du da arbeitest. Im Schuppen hat es noch Heu, dort schlaft man prima drauf. Wegen dem Essen habe ich auch schon geschaut. Meine Frau kocht auch für dich. Ja, das kann ich ja fast nicht annehmen, so viele Umstände wegen mir. Onkel Dominik! Ja? Tschüss! Komm grad! Krane vor! Krane! Ich komme! Wo an? Da vorne, die Möwe muss aus dem Wasser. Dure! Achtung, der Haken! Ja. Und die vor? Jawohl! Der Onkel Dominik geht auf die Reise, aber man muss das Boot zuerst überholen. Dem kann fast nicht schlecht. Der ist noch gut beieinander. Aber bis der in Ordnung ist, wie der Meister meint, das ist dann ein schöner Krampf. Ja, lass mich noch machen. Es sollen zwei innen anhängen, vorne und hinten. Aber recht nicht, dass sie bambeln. Ja, ist gut. Was soll ich machen? Kann ich echt auch etwas helfen? Nein. Du musst jetzt nur zuschauen, bis wir sie draussen haben. Muss ich auch noch helfen? Nicht nötig, Frau. Wir bringen die schon raus. Sind ihr parat? Ja. Obacht, ich rufe. Rane. Vor. Noch ein bisschen. Ab. Gut. Einhängen. Ja. Gut. Anziehen. Langsam. Gut. Noch ein bisschen. Lange Tannik. Hoch. Gut. Ja, die schaffen noch einmal. Gut, durch. Noch ein bisschen. Halt. Ab! Langsam!
Gut. Aushängen. Ja. Gut. Rane. Weg. Noch nicht. Brauchen Sie mich etwa auch noch? Du mit deinem Karren nicht nötig. Da hau ich es halt wieder. Danke vielmals. Das ist schon ein zünftiger Kampf. Ja, jetzt sieht man, was da zu machen ist. Zuerst einmal alles sauber abkratzen. Das Zeug da, die Schneckenhäuschen, alles muss sauber weg. Ja, das ist keine Sache, lass mich jetzt noch machen. Ich kratze das Zeug schon weg. Ja, lass dir Zeit, Onkel Dominik. Auf einen Tag mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Ich komme dir dann auch noch ein bisschen helfen, wenn ich es richten kann. Ich bin jetzt richtig selber gespannt, wie alles rauskommt. Ich auch. Machst du das gern? Ja, danke. Ist das glatt? Ja, so mich dunkt's. Ja, also kratzen. Ja, das muss eben auch sein. Oh, schau, dort hat's noch mehr. Oh je, noch viel. Ja, wann bist du fertig? Wenn ich rundum bin. Ja, und wann bist du rundum? Wenn alles sauber ist. Sieht's dann schön aus? Du musst halt dann schauen, wenn es so weit ist. Oh, ja. Das Putzen vom Bootsrumpf, wo er so lange schon still im Wasser gelegen ist, das hat 2 ganze Tage gebraucht. Der gewundere Hase ist schon dutzendmal schauen, ob es noch nicht bald so weit ist. Aber endlich sind die letzten Algen und Schneckenhäuschen weg gewesen und der erste Anstrich mit dem Teer hat können losgehen. Du, Matthias, mir ist das nie recht, dass du wegen mir auch noch Zeit opfern musst. Du hast doch noch anders zu tun. Hä? Lass mich doch. Ich mach's ja gern. Das schwarze Zeug, das ihr anstreicht, stinkt und beißt einem in der Nase. Das ist eben Teer. Halt nur die Nase nicht zu nahe kann, sonst bleibst du dann kleben. Überhaupt kann man erst in einer Woche schauen, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Wie lange ist eine Woche? Vom Anfang bis am Schluss, du Wundernase. Ja, so. So, ihr zwei. Es wäre Zeit zum Feierabend machen. Morgen ist wieder ein Tag. Ja, ja, wir kommen. Nur noch ein Anstrich. Aus der alten Möwe hat es mit jedem Tag ein schönes Boot gegeben. Es hätte aber auch niemand gedacht, dass der Dominik so ein guter Maler ist. Sogar der Meister Matthias hat müssen staunen, was der Dominik aus dem alten Kahn gemacht hat. Der Matthias hat noch den Motor auseinandergenommen, alle Teile sauber putzt und dem Dominik gezeigt, wie es wieder zusammengehört. Hey, du Matthias, es ist gar gut, dass ich dich noch antreffe. Hoffentlich hast du das Boot noch nicht verkauft. Wieso? Ja, das kaufe ich. So, wer sagt das? Ja, hey, ich denke, wer denn sonst? Da bist du aber auf dem Holzweg, Prahler Thomas. Das Boot bleibt da, das wird nicht verkauft. Wie du das sagst, das wäre mir denn noch. Du wirst doch den Kahn verkaufen. Ich zahle dir jeden Preis dafür. Ich muss ihn einfach haben. Verstehst du? Ja, da könnte noch Menge kommen. Ich muss ihn einfach haben. Du musst eben nicht einfach haben. Ja, das ist der beste Kahn in der ganzen Gegend. So, hast du das auch schon gemerkt? Ja, mach's nicht so spannend. Was soll er denn kosten? Los, du kannst zahlen, was du willst. Das Boot bleibt da. Ja, du bist ein Gespässiger. Du auch. Hey, hallo. Ja, doch. Adieu.
Ich glaube, jetzt weiss er Bescheid. Das war aber ein hartnäckiger Kerl. Ich hatte schon ein bisschen Angst, was der so da hat. Ja, das würde mir dann gerade noch fehlen. Das Boot, das ist für dich. Du, Matthias, wann tun wir es wieder ins Wasser? Sag mal, wie weit bist du? Fertig. Hey, mal wie das tönt. Fertig. Krane vor! Krane! Ich komme, ich komme. Dann sind wir schon fertig. Da, siehst du es ja. Was? Das Boot kennt man ja gar nicht mehr. Ja, mit dem geht ich auch noch auf eine Reise. So, jetzt aber ganz sorgfältig ins Wasser damit. Ich gebe mir ja schon alle Mühe, aber nass wird's halt gleich, gell? Vorfahren. Gut. Hacken. Aber da. Gut. Und jetzt anhaken. Hochziehen. Langsam. Gut. Und ufe. Ufe. Noch ein bisschen ufe. Durch. Gut. Langsam. Und ab. Langsam. Jetzt sieht man den Bauch nicht mehr und der hat am meisten Arbeit gegeben. Hey, einmal, das ist ein Schauen. Ich begreife ja natürlich schon, dass der Prahler Thomas in die Augen gestochen hat. Mir gefällt halt das Fähnchen am besten, hinten durch. So, Onkel Dominik. Und jetzt kommt der grosse Augenblick. Eine Probefahrt, um zu schauen, ob alles gut ist. Ja. Geh an Steuer und mach es so, wie das gezeigt hat. Ich glaube nicht, dass es versauft. Was redest du für Zeug, Hase? So ein Boot geht doch nicht unter. Onkel Dominik, mach nur weiter. Lass den Motor an. Ich bin ganz zappig, Matthias. Haben wir auch alle Schräubchen angezogen? Ja, das ist doch klar. Ich kann schon aufpassen. Matthias, er läuft. Wir zittern ganz bein. Das macht nichts. Wir haben es auch schon zittert. So, alle jetzt raus. Aber nicht zu nahe am Ufer nach. Ja, ich habe ja immer gesagt, die Möwen ist zu Weg. Schau, Matthias, es fährt heißer, es fährt. Ja, da geht auf die Seite. Es ist ja gar niemand dumm. Du, Matthias, das Gefühl, wenn man so fahren und steuern kann. Ja, und ohne auf dem Boot. Was meinst du, Dominik? Kannst du es echt aushalten oder willst du lieber wieder in den Wald? Oh, fuchs mich nicht, Matthias. Du weißt ja schon, wie es mir zu Mut ist. Gut, dann fahren wir wieder in die Bucht zurück. Du hast ja selber gesehen, dass alles in Ordnung ist. Und wegen dem Fahren weißt du auch Bescheid. Also jetzt, Backbord. Langsam ans Ufer ran. Motor weg. Ich will am liebsten noch mal ausfahren, Matthias. Ich mag doch kaum warten bis morgen. Ja, das glaube ich gern. Aber los, ich hätte noch etwas zu reden. Komm, wir gehen in die Kabine rein. Es braucht uns niemand zu hören. Ist es ein Geheimnis? Gang du voran.
Hein einmal. Wie in einer Stube rein. Du, mich macht es gerade selber an, mit dir auf die Reise zu gehen. Ja, gell, die Stube gefällt dir. Ja, ist einfach heimelig. Mach noch die Türe zu. Ich will nicht, dass uns jemand hört. Das ist ja ganz unheimlich, wie du redest. Ist etwas passiert? Kann jemand nicht auf die Reise gehen? Mal natürlich, eben gerade wegen dem. Los, Dominik, du solltest mir nämlich noch einen Gefallen tun und ich weiss, dass du das machst. Ja, wenn es möglich ist, natürlich schon. Ich habe noch eine Ladung Kastanien, die in die Mühle auf Bärenhausen sollte. Das ist 50 Kilometer der Fluss durch, natürlich ein Rechtstück. Die kann ich doch mitnehmen, natürlich. Warum ist denn das so ein Geheimnis? Ja, Onkel Dominik, das ist eben noch nicht alles. Die Kastüttern machen mir sicher keinen Bauchweh. Los. Seit Jahren habe ich eine eisige Truhe da mit Goldstückli drin. Alles, was ich gespart habe. Die Truhe ist mir einfach zu wenig sicher da. Ich will das Gold auf die Bank tun, dort ist es sicher. Ja, und warum zählst du mir denn das? Hey, das geht doch dich an. Du sollst mir das Gold auf Bärenhausen bringen. Wie du das sagst. Du musst mich nicht so gross anschauen. Ja, sag mal, ist es dir ernst? Ja, ja, natürlich. Das geht doch prima. Die Truhe können wir unter den Kastanien verstecken, dann weiss niemand etwas. Du fährst den Fluss durch, wie wenn nichts wäre, und das Bärenhausen kommt sie den Wiesel holen. Los, Matthias, also ich meine nicht, dass ich ein Pfüdi wäre. Im Wald aussen braucht es manchmal auch Mut, so zur Nacht allein. Aber wenn da jetzt etwas passiert auf dieser Fahrt, du, Matthias, ich darf nicht daran denken, wegen dem Gold. Ja, was soll denn da schon passieren? Du, so ein wehrschaffter Dachs. Jetzt weisst doch genau Bescheid mit dem Boot und von dieser Truhe mit dem Gold weiss niemand etwas. Die tun wir zunderst unter Kastanien unter. Ja, wie viel Gold hat es denn überhaupt in dieser Truhe drin? 500 Stückchen, all gleich gross. 500? Ja. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein einziges gehabt und jetzt soll ich mit so einem Haufen den Fluss durch auf die Reise. Also Matthias, wenn das mir gestohlen wird, dann bist du noch ein Arm in den Kielemus und ich darf dir nie mehr begegnen. Ach, du siehst einfach die Schwarzunkel, Dominik. Ich sag dir doch, es passiert nichts. Matthias, das ist eine heikle Sache, ich sag dir's. Schau, ich bin da schon so einem begegnet, einem vagabunden Otto, ganz ein gespässiger Kerl. Und dann habe ich auch noch gehört, dass der Rot Tom und seine Katzenpiraten wieder in der Gegend segeln. Allerweg auch nicht, um Blümchen zu suchen. Denk dran, Matthias, die rauben alles aus, was könnt. Aber jetzt hör doch auf, Dominik. Der Vagabunden-Otto ist ganz ein harmloser Bursch, der tut niemandem etwas. Der Rot Tom, ja, natürlich, der schon. Aber ich gebe dir zwei Pistolen mit, dann wirst du auch mit denen fertig. Oh, zwei Pistolen. Ja, also gut, Matthias. Wenn du meinst, es ging alles so sicher, ich bring dein Gold auf Bärenhausen. Siehst jetzt, prima. Heute Nacht tun wir alles verladen, wenn es dunkel ist. Aber gell, es bleibt unter uns. Klar. Der Dominik Dachs hat also Ja gesagt zu dem Auftrag von Matthias. Schon in der nächsten Nacht haben die beiden so leislig, wie es möglich war, die schwere Eisentruhe mit dem Gold aufs Schiff gebracht und mit Kastanien zudeckt. Prima ist alles gegangen. Niemand hat etwas gemerkt. Am Morgen früh, so war es abgemacht, konnte Dominik starten. Der Matthias hat ihm zum Andenken noch eine weisse Kapitänsmütze gegeben. Jetzt hat wirklich nichts mehr gefehlt. So, Onkel Dominik, jetzt geht ein neues Leben an. Weißt du noch alles, was ich gesagt habe? Ich glaube es schon, Matthias. Hoffentlich habe ich nichts vergessen. So. Ich wäre parat. Oh, die Kappen ist dann gut. Wie ein Kapitän. Das ist er, denke ich, jetzt auch. Mit einem prächtigen Schiff dann erst noch. Hast du auch ein warmes Halstuch mitgenommen, Onkel Dominik? Auf so einem Boot sieht es doch immer. Ja, ich bin kein Gefröhrli. Und sonst habe ich ja gute Stuben auf dem Schiff. Eine, die man heizen kann.
Ja, kommt er diese Nacht lang nicht mehr rum? Ist er bis zum Abend auf der Reise? Den ganzen Tag? Was den ganzen Tag? Vielleicht sogar ein paar Wochen? Gell, das sind ein Haufen Tage. Oh, ja, denk. So, ich wär parat. Also, lebt wohl miteinander. Matthias, danke dir nochmal für alles. Schon recht, mach's gut. So, los. Adieu, Onkel Dominik. Ciao. Ciao. Der Dominik Dachs, den alle kennen als der gute Onkel Dominik, am Steuer vom Boot, der Möwe, fährt jetzt in die Welt raus. In eine Welt, die er noch gar nie gesehen hat. Alle freuen sich und mögen ihm die Reise von Herzen gönnen. Dominik Dachs mache eine grosse, weite Reise auf dem Wasser. So hat der Vagabunden Otto selbst mal vorausgesagt. Und jetzt war es soweit. Alle wollten schauen, wie die Möwen abfahrt. Der Matthias mit seiner Frau, der Gwundrik Haas, die von der Holzabteilung, der Maler, einfach alle zusammen. Es ist alles gut gegangen. Ja, man hätte sogar meinen, der Dominik Dachs wäre ein alter, erfahrener Kapitän. Er hat den Bauch so etwas vorgestreckt und ernst reingeschaut. Tuck, 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 hat es aus dem Motor rausgetönt. Schön gleichmäßig und so gleichmäßig ist auch die Fahrt für sie gegangen, bis dann auf einmal weit, weit unten etwas draufgekommen ist. Was kommt denn dort her? Das ist ja ein Schiff. Genau. Auf meinem Fluss. Schon noch blöd. Oh, hoffentlich kommen wir aneinander durch. Ja, ich war schliesslich zuerst da. Ich kann doch mit meinem Boot nicht auf die Wiesen rausfahren und warten, bis der durch ist. Backbord, dann Backbord! Das heisst doch so. Der Matthias hat mir doch gesagt, ich müsse Backbord vorbeifahren. Ja, denk auf die Seite. Aber auf welcher? Er könnte auch ausweichen. Backbord! Er gehört aber auch gar nichts. Der fährt ja direkt in mein Schiff rein. Du gehörst dann nichts. Wenn ich doch nur wüsste, was das heisst. Trottel! Du gehst gescheiter auf ein Reitschulgeschiff fahren. Trottel! Hast doch du auf die Seite! Trottel! Also, das ist gar kein Freundlicher. So ein Anfänger. Ui, ui, ui. Zum Glück bin ich durchgekommen. Hoffentlich kommt da nicht noch Menge. Nun nicht noch blöd schauen. Dem habe ich es gesagt. Das ist noch ein schöner Platz und da ist es sicher nicht schlecht zum Fischen. Grüezi! Hoffentlich habe ich die Fische nicht verscheucht. Ja, woher auch? Heute beißen sie wie noch nie. Ich habe schon ein Dutzend Weissfische und einen Hecht gefangen. Pats mal, du kommst meine nicht raus, wie man es macht. Oh, das ist dann aber ein zünftiges Boot. Wohnen, wenn man fragen darf. In die Mühle auf Bärenhausen. Ich habe eine Lade Kastanien für dich hin. Oh, das ist nicht schlecht. Kastanien habe ich besonders gern. Jetzt merke ich gerade, dass ich Hunger habe. Ich glaube, ich mache Mittagszeit. Komm doch zu mir aufs Boot. In meiner Kabine hat es gut Platz für zwei. Für mich ist es auch kurzweiliger, wenn ich nicht alleine muss essen. Ja, aber ich muss aber mein Fischerzeug mitnehmen. Damenand hat immer ein so gespässiges Volk. Wenn du kommst, so essen wir von meinen Würstchen. Ich sag dir prima Hausgemachte. Oh, Würstchen. Hast du gesagt Würstchen? Oh, die habe ich doch auch so gern. Fürs Leben gern. Also nimm noch dein Zeug zusammen. Ich gehe so fängst du heiß machen. Oh, Würstchen, Würstchen.
So ein schönes Boot habe ich noch nie gesehen. Sicher. Sitz nur fängs ab, die Würstchen sind gleich heiß. Danke. Oh. Du hast ein Fanggemütli da rein. Da fehlt nichts, gar nichts. Wohnst du da umeinander? Ja, bald da und dann dort. Es ist eben anders als früher. Seit der rote Tom mit den Katzenpiraten umeinander schleicht, das ist eben eine Sauerei. Der rote Tom? Ja, hast du denn den schon mal gesehen? Ja, kannst denken, sonst wäre ich allweg nicht da. Also, wenn der einen verwischt, so ist es aus und fertig. Der macht nicht lang, sicher nicht. Oh, du könntest einem noch ganz den Appetit nehmen mit dem roten Tom. Ja, es ist auch wahr. Ich habe auch schon manchmal gedacht, es wäre viel schöner auf der Welt, wenn es keine Böse gäbe. Immer müssen die einem wieder die Freude verderben, die Blöden. Bist du froh, dass du mich getroffen hast? Ich bin nicht so. Essen wir jetzt! Der Dominik hat zuerst noch dreimal leer schlucken. Er hat an das Goldstückli gedacht unter der Kastanie. Aber das war halt das Geheimnis, das er dem Igel nicht verraten durfte. Der Igel hat auf einmal einen riesen Appetit bekommen, als er die Würstchen in der Pfanne geschmückt hat. Und bevor der Dominik Dachs ein halbes gegessen hat, hat der Igel gegenüber schon drei verdruckt. Wie heisst du eigentlich Igel? Niki Dicki. Ist das ein Name? Gefällt dir der nicht? Niki Dicki, mal, das ist noch glatt. Ich heiße Dominik, das kann man noch besser sagen. Hm. Du, isst du eigentlich immer so viel? Wobei, nur wenn ich Hunger habe. Jetzt habe ich nur noch Durst, aber ich kann schon noch etwas warten. Weisst, du hast es dann schon noch schön. Bist Kapitän, kannst in der Welt rumfahren und einen Haufen erleben. Sicher hast du noch eine Frau daheim und ein Kind. Ich bin immer allein. Auf mich wartet niemand. Keine Frau und kein Kind. Ich muss immer mit mir selber reden, wenn ich etwas sagen will. Mich dunkt's, du sägst sicher eine mit viel Geld und du fahrst nur zum Vergnügen rum. Stimmt's? Ich bin immer allein. Besonders im Winter, wenn der Fluss zugefroren ist, dann kann ich nicht einmal mehr fischen. Ja, ich habe auch schon gedacht, ich könnte vielleicht Arbeit suchen auf einem Schiff. Ich kann nämlich schon arbeiten. Wenn ich einen freundlichen Kapitän würde finden, also würde ich gerade zupacken. Niki Dicki, du hast einfach einen glatten Namen. Ich kann dir nur sagen, dass es mir ganz ähnlich geht wie dir. Ich bin auch allein. Keine Frau und Kind, wie du meinst. Hör mal. Komm doch zu mir. Wir hätten sicher noch glatt zusammen auf dem Schiff. Lohn kann er natürlich nicht zahlen. Aber das Leben auf dem Schiff gefällt dir sicher schon. Dominik, das ist es. Ich komme mit, dann sind wir beide nicht mehr allein. Das ist ein prima Vorschlag. Ja, abgemacht. Das Zweite, so eine Reise machen, ist sicher gescheiter als allein. Besonders, wenn man an den roten Tom denkt und an dem seine Katzenpiraten. Red nicht von dem, Dominik. Also, bei mir krümmen sich alle Stacheln, wenn ich den Namen höre. Ja, und überhaupt, jetzt wollen wir es doch lieber ein bisschen schön haben miteinander. Hast recht, Niki Dicki. Aber du, ich muss zuerst noch mal schnell heim und meine Sachen holen. Weisst, zügeln. Ich komme gleich wieder, gell? Kannst du echt noch so lange warten mit abfahren? Wenn heute noch kommst, so lange schon noch. Aber morgen sollten wir nicht weiterfahren können. Ja, ja, ich komme ganz gleich wieder. Ich habe meine Sachen schnell zusammengepackt. Tschüss! Der Niki Dicki hat ein Heim gefunden beim Dominik auf dem Schiff. Beide sind froh, dass sie einander begegnet sind und dass sie von jetzt an die Reise können miteinander weitermachen können. Wo der Igel heimgerannt ist, um seine Sachen zu holen, hat er auf dem ganzen Weg gelacht vor Freude. Vor lauter Aufregung hat er fast nicht gewusst, was er alles mitnehmen soll. In seiner Wohnung hatte es eben auch noch viele Sachen, die man gar nicht hätte brauchen können. Der Niki hat genommen, was er hat tragen musste und ist zum Boot zurückgegangen. Rennen hat er so natürlich nicht mehr können. Dominik, ich glaube, ich habe alles. Moll, du hast mir gut geladen, du. Richtige Zügelte.
Magst du es noch? Ja, also fast eben. Kommt schnell rein damit. Siehst du da? Ein Kochbuch und da noch eine Pfanne. Was hast du denn da in dem Sack hinein? Nicht Sack, das ist doch mein Bett. Es hat Blätter drin. Und da, schau mal, ein Korb voller Äpfel. Weisst du, wir Igel haben die einfach gern. Oh, gut, die essen wir dann später. Ich habe noch ein paar Fische gefangen, wo du vor warst. Ja, jetzt tun wir ja zusammen haushalten. Heute Nacht können wir Fisch braten und dann essen wir noch Äpfel dazu. Prima, so machen wir's. Du bist Guppelnahm gescheiden. Ja, und heute Nacht schlafe ich das erste Mal auf einem Schiff, mir gefällt's. Aber gell, du hast es dann gut anbinden. Nicht, dass wir fortfahren, wenn wir schlafen. Das ist dann klar. Du kannst dann gerade noch schauen. Mich freut's, wenn's dir gefällt. Hoffentlich geht alles gut. Weißt du, so eine Schiffsreise kann natürlich auch mal weniger gemütlich sein. Besonders wenn es Piraten rum hat, dann wird es heiss. Ja, aber schau, jetzt hast du ja mich noch. Wir schliessen doch einfach die Tür von der Kabine, dann kann man uns gar nichts machen. Das ist nicht so einfach, Niki. Ich habe noch die Kastanien und eben ja, Kastanien. Die lassen wir auch nicht gerne rauben. Ja, das wäre gerade noch, ich, die Kastanien so gerne habe. Keine einzige geben wir von denen an. Wir kämpfen, Dominik, wenn es muss sein. Haben wir nichts zum Dreinschlagen? Oh, mal, zwei Pistolen haben wir. Klöpfen die fest? Klar klöpfen die. Und das ist gut, wegen dem roten Tom. Du, der wird noch staunen. Klöpfen. Ho, 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 ho. Jetzt müssen wir mal raus aufs Deck, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Jawohl, und nachher essen wir, gell? Ein rechter Kapitän schaut immer zuerst auf sein Schiff, ob es recht angebunden ist, wie das Wetter aussieht und ob es keine Räuber rum hat. Ja, ich helfe dir auch schauen, gell? Hey, nochmal, wie das Wasser da unten dunkel ist. Ja, das ist immer so, wenn es Nacht wird. Das macht nichts. Also, einen Sturm gibt's nicht heute Nacht. Aha. Und unsere Ladung ist auch noch in der Ordnung. Da die Angelschnür lassen wir draussen. Vielleicht beißt er morgen Aal an. Das wär's. Aal, Räuber hat es auch keine Jumme, die sehe ich mir schon. Komm, wir gehen wieder in die Stube rein. Ja gut, ich tue gerade noch ein bisschen Holz in den Herd rein, dass wir es warm haben. Oh ja. Würdest du gerne abwaschen? Ja, es muss halt eben auch sein. Eben, gell? Auch wenn es nicht so glatt ist. Mir gefällt es nur, wenn es überall ordentlich ist. Ah, das habe ich schon gemerkt. So. Da. Und kein einziges ist voll. Ja, ja, die heben schon noch, bis wir es gegessen haben. Was? Schon 12 Uhr. Niki, mach fängst du dein Bett zu wegen, es wird Zeit zum Schlafen. Aha. Ich muss mal raus schauen, ob alles in Ordnung ist. Ja. Alle
bestens. Niki! Niki, Niki! Was ist? Hast du gehört? Komm mal schauen. Es hat jemand die Fischrute gestohlen. Was sagst du? Ja, wir bringen schnell mal die Laterne, dass man etwas sieht. Räuber, Halunke, wo ist die Laterne? Da, da. Ich komme, ich bin schon da. Ja, die sind weg. Oh, oh, ui, ui, ui. Oh, oh, oh. Katzenpfoten, da sieht man es genau. Katzenpiraten vom Roten Tom, jetzt haben wir es. Nein, nein, jetzt haben wir es eben nicht. Die sind fort, so eine Gemeinheit. Siehst, es ist gleich gut, dass du mich hast. Sonst wärst du jetzt ganz allein. Ja, ja, hast recht, Niki. Aber was wollen wir jetzt machen? Also, das sind Spuren. Wir wissen, wer es ist. Ja. Wenn man denkt, dass wir uns hätte umbringen in der Kabine, in der wir zu Nacht gegessen haben. Du, das hätte ganz blöd rauskommen. Ja. Tot könnten wir sein. Wir beide zusammen. Genau. Haben sie auch da diesen Kastanien nichts gemacht? Was meinst du? Ja, zählt haben wir es natürlich nicht. Also, ich sehe nichts anderes. Haben sie es echt nicht auseinander? Was meinst du? Mir ist es nie mehr wohl dabei. Sieht der Haufen wirklich noch gleich aus wie vorhin? Niki, ich darf mir daran denken. Ja, aber es sehen doch alle Haufen etwa gleich aus. Ja, weisst, selbst schon, aber ja, das begreifst du halt nicht. Das ist eben ein besonderer Haufen. Einer, der. Also, Niki, von jetzt an muss einfach ein Wach an. Ja. Einer von uns muss immer da oben aufpassen, und zwar mit der Pistole. Wenn Räuber kommen, wird. Klopft. Geschossen. Du fängst an mit der Wach. Nach 2 Stunden komme ich dich ablösen. Gut, ich fange an. Wo muss ich herstehen, Captain? Komm, komm die Waffe holen und decke, dass du nicht frierst. Aber, gell? Nicht, dass man jemanden einschläft. Ja, kannst du denken. Auf mich kannst du dich schon verlassen. Ich passe gut auf. Ja, hoffen wir's. Ja. Ja. Wo hat doch der Matthias die Waffe hergenommen? Hast du warm genug? Danke, es geht prima. Du, soll ich mal schiessen? Nein, 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 es wird nur geschossen, wenn der Find wirklich kommt. Du sitzt jetzt einfach da an und passt auf. Aha. Ich gehe jetzt 2 Stunden schlafen und nachher komme ich dran. Dann kannst du schlafen. Also, gute Nacht, Captain. Schlaf gut. Mach's gut. Niki, wie geht's? Niki? Oh! Halt, oder ich schieße gerade. Ja, hör auf, Niki, ich bin's ja. Oh, der Dominik, jetzt habe ich schon gemeint. Ja, schon recht, Niki, du bist übermüdet, ich weiss schon. So 2 Stunden wach sein, das ist anstrengend. Ja. Geh jetzt schlafen. Ja, aber ich habe aber Hunger. Zuerst schlafen, es ist ja schon bald morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Viertel ab 7, wie der Igel kann pfusen. Oh, das war eine lange Nacht. Gehen wir jetzt essen? Gleich.
Du, Captain, sind die Katzenpiraten nicht mehr gekommen heute Nacht oder hast du müssen schiessen? Nein, es war ruhig bis am Morgen. Nur die Frösche haben gewagt. Aber wir dürfen gleich nicht denken, die Gefahr sei durch. Die könnte nächste Nacht wiederkommen. Oh, dann wird die aber taub. Oh, da ist Koppel schon hoch betrieben auf dem Wasser. Es ist doch gut, dass es hier eine Leiter hat zum Abklettern. Das ist noch hoch. Aber der Dominik hat schon recht gehabt. Hier oben schlafen wir besser als auf dem Sack. Jetzt gehe ich auch mal schauen. Morgen, morgen, gute Fahrt. Guten Morgen, Schiff ahoi. Oh, dort unten kommt noch eins. Ganz ein Haufen drauf. Das ist eine Schulreise. Sommerschwänze und Schuppenhaar und lange, lange Jahre. Das gehört doch zu einem rechten Hass und wäre doch verloren. Oh, schau mal, der tolle Baum. Oh ja, das ist stolz. Der Lehrer hat uns ein lebensgroßes Fest. Ein Bierfest mit dem Kastenkleid, das ist doch alle Welt. Mit dir eine Freude hat. Sommerschwänze und Schuppenhaar. So eine Schulreise, das ist etwas Zünftiges. Jetzt aber schnell etwas essen und dann sind wir dran. Die Reise geht weiter. Jetzt auf einmal hat es pressiert. Sogar der Niki, der doch so Stimme gefunden hat, das Essen sechs Schönsten auf der Welt, hat jetzt fast nicht mehr gewartet, bis der Dominik ans Steuer gegangen ist und den Motor angelassen hat. Tuck, tuck, tuck hat es wieder getönt. Das Boot hat wieder ein bisschen geschwankt, es hat geschummelt im Wasser rein und die Möwe ist wieder auf grosse Fahrt den Fluss durchab. Der Captain Dominik hat immer gerade ausgeschaut und der Matros Niki natürlich hat müssen staunen. Rauf, runter, links und rechts und in der Hand hat er schon wieder einen Äpfel gegeben zum Dreibeissen. Schon am ersten Tag von seiner Reise mit dem Motorboot Möwe hat Dominik Dachs einen Freund gefunden, den Niki Dicki. Von den Katzenpiraten hat man auch schon etwas gespürt. In der Nacht sind sie leislich aufs Boot geschlichen und haben die Fischerrute gestohlen. Der Dominik und der Niki haben sie ja zwar schon gewusst, dass man aufpassen muss in dieser Gegend, aber die Reise geht weiter. Wenn ein Schiff auf einem Fluss fährt, dann ist ein Mann besonders wichtig, der Mann am Steuer. Er muss schauen, dass er nicht neben rauskommt, dass er ihn nicht einschiesst und dass die anderen Schiffe auch noch genug Platz haben, zum Durchfahren. Der Matros ist natürlich auch wichtig. Er muss das Boot anbinden und loslassen und auf dem Schiff aufräumen und putzen und zwischen denen einmal auch Herdöpfel schälen. Wenn alles gut geht und die Mannschaft auf dem Schiff zusammenhebt und auskommt, so ist so eine Flussfahrt ein prächtiges Erlebnis. Der Dominik Dachs und der Niki Dicki sind schon die besten Freunde geworden. Schon manche Stunden sind sie unterwegs und es ist alles prima gegangen. Tuck, tuck, tuck macht der Motor, immer schön im gleichen Takt. Du, Niki, was ist selbst denn? Niki! Dicki! Ich sehe ihn nicht. Hey, ja, da, doch, bei mir vor. Komm doch schauen. Was siehst du? Ja, was ist selbst denn? Du meinst, was selbst denn sag? Zeig mal das Haus. Eine Windmühle. Ich kenne die gut, dort hat er mal den Blitz eingeschlagen. Du, weißt, Dominik,
Es ist ja eigentlich schon schön, wenn man so durch die Landschaft fahren kann. Ja. Fällt's dir auch? Und wie? Oh, ich muss nur staunen. Ich will den mal nicht mehr zurück. Und wegen dem Roten Tom, den habe ich schon fast vergessen. Ja, hoffentlich hat er uns auch vergessen. Jetzt schau mal, verbrannte Zeine. Dort vorne hört der Fluss auf, jetzt sind wir aber schön am Haag. Ah, was du erzählst. Hey, ja, schau doch. Dort steht ein Haus mitten im Fluss innen und nachher ist es fertig. Captain, da ist doch eine Schleuse. Innen dran geht es wieder weiter. Ja, kommen wir da durch mit dem Boot. Ja, also von einer Schleuse hat mir der Matthias nichts gesagt. Das weiss ich natürlich auch nicht. Ja, wir fahren jetzt einfach mal ohne. Das sieht ein bisschen spässig aus. Was soll ich jetzt machen? Ja, du musst noch nichts dagegen tun, Dominik. Wir kommen sicher durch. Hey, ich habe das ja gesagt. Es geht ja prima. Lass mal, wie das gurgelt da unten. So, grüezi miteinander. Grüezi, ist Durchfahrt frei? Ein Augenblick, Herr Kapitän. Ich mache gerade Schleusentor auf. Aber zuerst müssen die mir $2 zahlen fürs Durchfahren. $2? Niki, hast du noch Geld im Sack? Nein, ich habe nie Geld. Gut, ihr müsst halt ein bisschen Geduld haben. Das begreift der Matthias sicher schon. Ja. Jetzt das Geld an einem spässigen Ort, Herr Kapitän. Das sehe ich jetzt auch das erste Mal. Da. Was? Das ist ja ein richtiges Goldstück. So eins habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich gehe gerade Münze holen. Gold. So ein schönes Boot ist schon lange nicht mehr da durchgefahren. Sie sind allweg reich, Herr Kapitän. Ja, wenn man natürlich so viel Gold unter den Kastanien versteckt hat. Das geht niemand etwas an. Es soll jeder für sich selber schauen. Nicht für ungut, Herr Dachs. Ich meine nur, man muss ein bisschen aufpassen. Es hat aber allerlei Vergesellen in dieser Gegend. Das weiss ich, denke selber auch. Vor 2 Tagen haben wir uns die Angelrute gestohlen. Und wir wissen auch, wer es ist. Ja. Aber selbst kann ich sagen, wenn die nochmal kommen, so geht's ihnen schlimm. Denn ich kritik und ich haben Pistolen. Jawohl, und die klopfen. Eben, die Herren wissen sicher, was sie zu tun haben. Wenn man so viel Erfahrung und Geld hat, wo geht dann die Reise, wenn man fragen darf? Fluss dorab, wenn dir das langt. Aber los, Kater, das geht dich nicht an. Wir zwei wissen schon wohin. Ja. So, Captain, das wäre noch der Rest. Und jetzt gute Fahrt. Danke und adieu. 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 Gute Reise. Du, Niki. Hä? Wenn wir noch schon fort wären, das Zeug da ist ein bisschen unheimlich. Ja, aber warum? Es geht ja alles prima. Man merkt doch, dass du ein rechter Kapitän bist. Dumm ist nur, dass der Kater Napoleon unser Geld gesehen hat. Hast du nicht gemerkt, wie ihn das in die Augen gestochen hat? Ja, aber das ist doch ganz ein gutes Versteck, Dominik. Nein, jetzt nicht mehr. Seit der Kater das weiss, ist es mir nicht mehr wohl. Der ist mir viel zu unheimlich mit seinen grünen Augen. Und als er das Gold gesehen hat, das habe ich genau beobachtet, hat er noch so blöd geschleckt, wie wenn er etwas Gutes gegessen hat.
Also, gute Fahrt. Danke. Wann's hoffen. Adieu. So, jetzt ist es günstig. Jetzt hau ich's. Das muss der Rote Tom heute noch wissen, sonst sind dann die beiden zu weit. Der wird hören. So ein Haufen Gold und alles so schön beieinander in einer Truhe. Also Dominik, das muss ich dir sagen, ich musste selber staunen, als ich das Gold gesehen habe unter den Kastanien. Er schafft da so einen Haufen Gold. Weisst du, Niki, ich kann es eigentlich gar nicht mit dem Willen sagen. Es ist eben ein grosses Geheimnis. Ja, aber bist denn du so reich? Eben gerade nicht. Das Gold ist ja gar nicht mir. Es gehört dem Matthias, dem Schiffsbauer, und ich muss es für ihn auf Bärenhausen bringen. Verstehst du? Nein. Warum nicht? So einen Haufen Gold. Hey, das ist jetzt halt einfach so. Ein Matthias gehört zu mir, zwei bringen sie jetzt auf Bärenhausen. Du, wenn uns das jemand nimmt. Das ist es ja eben, Niki. Darum ist es mir nicht mehr wohl. Jetzt weiss es der Kater und es ist kein Geheimnis mehr. Ja, verstecken können wir es auch nie sonst. Ja, weißt du was? Wir müssen einfach aufpassen. Wenn im Fall der Rote Tom kommt mit den Piraten, dann wird einfach geschossen. Wir geben das Gold nicht an. Also, selbst ist sicher. Ja, und im Notfall haben wir ja noch einen Berg Kastanien zum Rühren. Du, die beißen dann jemanden am Kopf. Auf alle Fälle müssen wir schauen, dass wir heute noch ein schönes Stück durchabkommen auf dem Fluss. Je weiter weg, umso besser ist es. Ja, du sagst es. Wird wohl heute Nacht einen Überfall machen. Aber mir gehört auch ein Teil. Ich bin ja der, der es entdeckt hat. Zwei Pistolen. Dann gehe ich natürlich nicht zu weit führen. Wenn die würden den Rote Tom treffen, dann wäre alles Gold mir allein. Ich bin der Napoleon, der Kater vom Schlüsenwärter. Vorwärts, was willst du? Ich habe einen Bericht für den Roten Tom. Ein Boot ist heute bei uns durch die Schlüsse gefahren. Ein besonderes Boot. Bei dem würde sich ein Überfall lohnen. Also, mehr nach. Aber keine falsche Bewegung. Hm? Was ist da los? Hat doch niemand reingekommen, den ich nicht gerufen habe? Wo willst du da? Herr Katzenhauptmann, ich wäre nicht gekommen, wenn ich nicht einen wichtigen Bericht hätte. Was für ein Bericht? Red, ich habe nicht lange Zeit. Herr Katzenhauptmann, heute bin ich auf dem Schlüsentor gesessen. So? Warum? Zum Beobachten. Und dann? Was hast du gesehen? Dann ist ein Boot in die Schlüsse gefahren. Ich habe noch nie so eins gesehen. Der Kapitän ist ein alter Dachs und der Matrosenigel. Dachs und Igel, sagst du? Als der Dachs zwei Taler fürs Durchfahren hat sollen zahlen, hat er kein Geld im Sack gehabt. Ist das alles? Nein. Er ist zum Kastanienhaufen auf dem Boot gegangen, hat dort gewühlt und eine riesige Truhe vorgezogen. Dann habe ich genau gesehen, dass die Truhe ganz voller Goldstücke ist. Die Sonne hat noch drauf geschonen und es hat gefunkelt, dass ich gerade die Augen zu haben musste. So hat es geblendet. Ja, man hebt doch nicht die Augen zu, wenn man Gold sieht. Ja, ist das auch alles wahr? Ja, cool. Sonst wäre ich einmal nicht hierher gekommen. Herr Hauptmann. Los jetzt. Das Boot kennen wir. Wir haben es auf dem letzten Raubzug gesucht. Aber wir haben nichts gefunden als zwei schäbige Fischerruten.
Es ist dann etwa zur Kabine rausgekommen und dann haben wir ab. Ich hätte natürlich nicht gedacht, dass das Boot so schnell da bei uns auftauchen würde. So, so. Also interessant. Wirklich interessant. Schwierigkeiten sollte es da keine geben. Der Igel ist natürlich gleich weg. Ich habe noch gern Igelbraten. Die Sache ist nicht ganz ungefährlich. Die beiden haben Pistolen und schiessen auf jeden, der aufs Boot kommt. Du kennst uns noch schlecht, Napoleon. Wenn wir etwas anpacken, dann klappt es. Übrigens, Dachschinken ist auch nicht schlecht. Gut, recht, dass du gekommen bist. Wenn wir dann am Verteilen sind, kommst du deinen Teil über. Danke zum Voraus. So, zuerst muss ich aber noch etwas essen. Ich habe Hunger. Mit dem leeren Magen kann ich nicht gerne so eine Arbeit tun. Hey, braten mal den Fasan da, so läuft etwas. Hey. Kannst du bei uns essen, wenn du willst. Ich bin sicher, dass das Boot da, die Möwe, ganz in der Nähe ist. Nachts werden die wohl nicht weiter wollen. Das glaube ich kaum. So, und jetzt? Du dort, oder? Ihr zwei! Bringen wir noch den Schleifstein hin. Ich muss mein Messer auch noch schleifen. Die Achsen haben ein Sechsfell. Was meinst du, Niki? Da bei dem Wald zu, wär's doch sicher nicht schlecht zum Übernachten. Also schön auf der Seite, Ja, da ist es sicher gut, Captain. Also schön ruhig. Eine richtige Bucht für uns zwei. Was hat jetzt auch der Vagabundo Otto einmal gesagt? Ich sehe einen dunklen Wald und Gefahren. Ach, das ist doch nur ein dummes Zeug, lauter dummes Zeug. Der Vagabundo Otto, ja, der weiss jetzt allweg etwas von dem Wald. Bleiben wir über die Nacht da, Captain? Ich glaube, da wäre es am besten. Das meine ich eben auch am allerbesten. Noch ein bisschen näher. Noch ein bisschen näher. Ja. Noch ein bisschen näher. Jawohl. Achtung, stopp. Ja, sonst schiessen wir ins Portier. Gut. Jetzt habe ich aber ganz schön Hunger, du auch. Ja, jetzt ist es für beide Zeit, Niki. Hängt noch die Laterne an am Heck und am Bug, dass uns die anderen Schiffe sehen, wenn sie durchfahren. Ja. Was ist ja das? Jetzt regnet es plötzlich. Du, das kommt zünftig. Schau mal dort hin. Ja, nur uns kann ja nichts passieren. Wir sind am Schermen in der Kabine rein. Wenn es richtig stürmt, müssen wir auch keine Angst haben wegen der Katzenpiraten. Die haben nämlich nicht gerne ein nasses Fell. Was gibt es heute zu essen, Captain? Mein Magen ist nur eine Gefürchung. Was meinst du zu bratenen Äpfeln und Zwiebeln? Ja, ich gehe nicht rein, gehe Zwiebeln schneiden. Ja, aber viel. Ja, ja, mach's schon recht. Schmeckt die Zwiebeln und Äpfel. Das ist noch ein Rezept von meinem Grossvater. Und du wirst sehen, es schmeckt nicht noch gut. Es ist auch so. Oh, ein feiner Grossvater. Lass mal, wie das tut für uns. Oh. Ich bin froh, dass wir die Bucht gefunden haben. Da, er ist leer. Dich hat es meine gut gedunkt. Willst du noch ein bisschen? Ja, ein bisschen viel. So. So, Luli. Du, Niki, wenn du so weitermachst, dann ist dir sicher mal noch dein Stachelkleid zu eng. Jetzt könntest du noch mal schnell auf Deck nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Die Laternen müssen eben auch die ganze Nacht brennen. Gut, gang ich halt. Ich esse nachher noch fertig. Ja, ja, hab nur keine Angst. Es hat noch genug.
Wie das tut. Das ist dann etwa nicht müde wie da aussen. Bald ist das auch noch dazu. Ohne. Captain, das ist all in Ordnung. Streht's das. Da innen ist es dann schon gemütlicher als draußen. Du, Niki, bei dem Wetter müssen wir keine Wache aufstellen. Ich weiss übrigens noch eine prima Sicherung, eine, die nützt. Ja? Ich tue draussen die Angelschnur anbinden, dann ziehe ich sie bei der Tür rein und mache auf der anderen Seite die Wurmbüchse an und tue sie auf den Tisch. Wenn dann jemand auf dem Deck rumschleicht, so stolpert er über die Schnur rein, die Büchse fliegt ab dem Tisch runter und wir zwei sind wach. Jawohl. Ja, und dann, was machen wir? Da, die Pistolen sind dann für etwas da. Die legen wir neben das Küsse. Oh, ja, da. So, Ricky, ich gang unter. Aus dem Weg gerade. Gang noch das Licht löschen. Sicher war der Dominik schon fest müde gsi, dass er so schnell eingeschlafen ist. Der Niki ist noch puli munter und wach. Er ist aber doch auch froh, dass es in seinem Bett so warm ist. Sein Bauch ist noch ganz voller Äpfel und Zwiebeln. Tick-Tack, Tick-Tack macht die Uhr an der Wand. Wenn der Niki seine Nase über die Bettdecke streckt, so sieht er gerade die Büchse mit den Würmern auf dem Tisch. Einmal hat er gemeint, sie habe etwas gewackelt. Aber es war wahrscheinlich doch nichts gewesen. Noch eine Weile hat der Niki geschaut, gehört und gewacht. Aber dann ist er doch auch eingeschlafen. Und jetzt hat man von ihm nur noch ein feines Schnaufen gehört. Ist alles bereit? Ja. Also los! Was ist denn los? Halt! Was ist denn das? Ich komme nicht mehr raus. Das Boot fährt ja ganz allein. Ich höre doch den Motor. Hey, wieso kommt jetzt das? Jetzt ist es doch zwei. Erst zwei. Aber es ist doch so, dass Bob fährt. Hey, ich träume doch nicht. Dort liegt der Captain und schnarchelt. Aber das Schiff kann doch nicht allein den Motor anlassen und einfach fortfahren. Die Laternen brennen noch beide. Jetzt habe ich es aber deutlich gesehen, wie die Bäume vorbeigefahren sind. Oh! Oh, die Wurmbüchse! Die ist auch nicht mehr auf dem Tisch! Oh, jetzt nimmt es mich doch Wunder. Also, jetzt gehe ich mal raus und schaue. Oh, jetzt. Also, ja. Geschlossen! Die Tür ist von außen geschlossen worden und wir sind hier innen gefangen. Captain!
Captain, sofort vermachen wir sind im Dreck. Wo sind wir? Eben, im Dreck. Was meinst du? Ja. Was ist? Wieso fährt das Boot? Ja, eben. Wer steuert denn? Wo sind die Pistolen? Sie sind fort. Ja, es hat keinen Zweck, Captain. Die Türen ist geschlossen. Sauerei. Ja. Niki zündet sofort die Kerzen an. Es hat über unser Schiff losgemacht und fährt jetzt mit uns davon. Ja. So, jetzt wissen wir, wer das war. Du lässt uns sofort raus, sonst kannst du etwas erleben. Ja. Nun, ein Salut, Herr Dachs. Kennst du mich wahrscheinlich nicht, hä? Bin der rote Tom. Wohin fährst du mit uns, du elender Räuber? Nun, ich spreng, der Reis geht nicht weit. Der rote Tom. Jetzt ist alles verloren. Oh. Matthias ist Goldsboot und jetzt wie gerade auch. Ja. Hätten wir doch eine Wache aufgestellt. Oh, du roter Reuel, du. Also die klöpfe dann mal eins an. Vor dir habe ich dann etwa noch lange keine Angst. So, Leutnant. Jetzt haben wir es dann ja schon. Gerade schön bis dort zusammen mitgenommen. Heute ist gerade ein gutes Versteck. Achtung, aufpassen. Vorsicht. Da. Da ist gut. Ist alles bereit? Natürlich, Chef. Alles klar. Alles da. Gut, dann kann man die Gefangenen bringen. Haben Sie die Augen verbunden? Ja, klar. So. Los, kommt aber. Ein bisschen Avanti da. Los, alles zum Chef. Los, kommt. Los, los, los! So! Geradeaus da! Jawohl! Ich sage schon, wo durch! Oh, rasch ausladen, vergesst nicht, hä? Ja, jawohl, machen wir sofort. Oh, Papier zwei! Also! Ja. Los! Ei, schau mal, der Krümpel, der da oben liegt. Was wollen wir noch anfangen mit dem? Die sind Koppel auch noch recht eingerichtet auf ihrem Schiff. So möchte ich es gerade auch noch verleiden. Aha. Es ist also so, wie es der Napoleon gesagt hat. Er brennt in seine. Gehen wir mal ein bisschen auf die Seite. Ja, so jetzt. Jetzt wird es spannend werden. Ah. Nein, jetzt schauen wir mal. So, das Funkeln nicht dumm. Das ist natürlich der beste Fang, den ich je gemacht habe. Ja, Napoleon hat uns einen guten Dienst da. Ja, da schau dir mal das an. Das ist ja grossartig. Also, hört! Ich habe mich gerade jetzt besonnen. Ich will das Piratenleben aufgeben. Was? Der und das Piraten? Ich habe heute so einen guten Fang gemacht, dass ich nichts mehr brauche. Ich bin berühmt genug. Ja, und was geschieht denn mit dem Boot, Hauptmann? Ich hätte das eigentlich gern für mich. Was denkst du auch? Ja. Alle Leute kennen doch Möwen. Und du hast so viel Polizei auf dem Hals. Ja, das habe ich jetzt wirklich nicht gedacht. Aber wahrscheinlich ist es schon so, wie du sagst. Ja, und was wollen wir jetzt mit dem Dachs und mit dem Igel machen? Dem schaue ich schon. Ausstopfen? Nein. Der Dominik und der Niki haben alles mitlösen. Beide haben den Kopflampen lassen. Der letzte Rest von Hoffnung auf eine Rettung ist ihnen noch genommen worden. Der Niki, das muss man sagen, war zwar noch fast ein bisschen tapferer gewesen. Er hat immer wieder Wellen im Dominik Mut machen und er hat seine Tränen wacker abgeschluckt. Wenn doch nur die Schleuse nicht gewesen wäre. Dort hat der Kater Napoleon das Gold gesehen und ist dann schnell zu der Piratengrenze gegangen, das sagen. Jetzt sind der Dominik und der Niki gefangen.
traurig zu schauen, wie jetzt die Möwen, wo man doch gesagt hat, es sei das schönste Boot weit und breit, da auf dem Wasser hin und her bambelt. Alles hat man genommen. Die Kabine ist ausgeplündert und das Gold ist fort. So etwas hat nur der rote Tom mit seinen Katzenpiraten können fertigbringen. Wo alles durch war, haben die Piraten in ihrer Höhle ein Fest gemacht. Der rote Tom hat mit seinen Krallenfingern im Gold hineingewühlt und zählt und zählt. 490, 91, 92, 93, 94, das sind beim Hagel 500. 95, 96, 97, 498, 499, einer fehlt. Ja, los, langt das so. Ah, das ein Schauen, der Haufen Gold. Also zuerst behalte ich die Truhe noch eine Zeit lang bei mir. Ihr könnt später immer noch anfangen zu teilen. Wir sind Koppel schön im Schuss. Prima, Räuberhoff, es gibt ein großes Fest. Prima, Räuberhoff, es gibt ein schönes Fest. Wenn einer heute in die Ferien kommt und hat ein süferes Geld, so kratzen wir und beißen, denn das ist halt unsere Welt. Rira, Räuberhoff, du musst doch nicht so tun. Rira, Räuberhoff, und lass uns jetzt in Ruhe. Es rennt ein Kotz den Berg darauf, ein andere hinten drin. Und beide zusammen zählt's am Schnuff, es sind auch Ältere. Rira, Räuberhoff, das Fass ist da so schwer. Rira, Räuberhoff, das Fass ist da nicht leer. Ein grosser Tag muss gefeiert sein, ja, das ist bei uns so Brauch. Prost! Wenn gefeiert wird, sind all dabei, nur manchmal geht's halt rauf. Ja. Es rennt ein Fisch den Berg durchauf, es schwimmt eine Katz im See. Und beide zusammen sagen drauf, das ist verkehrt, oje! Also so einen Glattbetrag haben wir doch schon lange nicht mehr gehabt. Schleichen, das Fass muss leer werden. Wir haben schliesslich geschaffen. Ja, den Kübel an. Ja, mach nur, gell? Ich bin schon da. Was meinst du, sagt die Kiste wirklich ganz voller Gold? Da kannst du sicher sein, wir haben es ja voll Ja, Bootswasser, da gibt's ja für jeden einen rechten Haufen, das ist nicht schlecht. Was machst du mit deinem Teil, weisst du schon? Ja, zuerst wird nochmal alles genau gezählt und dann aufgeschrieben. Das Gold muss aber heute noch verteilt werden, sonst meine Murne, das hat mir alles nur geträumt und es ist nicht wahr. Ja, ich will meinen Teil dann etwa auch heute. Was man hat, hat man. Wir haben jetzt lang genug müssen warten, bis wir zu etwas Hosen geschüssen. Ja, der Nächste, der Schleicher, hast du schon wieder leer. Bleibt nicht, ist einfach nicht mit drin. Hebe an. Und der Nächste soll sich auch parat machen. So läuft der Schuss. Ein Honigschuss. Du, Dominik, schau mal, wie die tönen. Grusig, gell? Du, der dort hat noch den ganzen Schnauz voller Bier. Dem klopfe ich dann schon mal eine an, wenn es geht. Lass sie nur machen. Die sollen nur noch mehr saufen, bis das Fass leer ist. Was machen sie echt mit uns, Captain? Sag nicht mehr, Captain. Sie ist vorbei. Ja, aber wieso? Du bist doch mein Captain Dominik. Es sollen sie alle hören und überhaupt. Die blöde Kälte weh. Ich glaube das, Niki. Aber ich kann dich auch nicht losmachen. Die haben mir ja meine Hände so fest zusammengebunden. Am besten ist es, wenn man sich gar nicht bewegt.
sonst tut es nur noch mehr weh. Glaub mir's. Also gut. Kommt es echt nicht doch noch anders durch, als du meinst, Captain, mit uns zwei? Ich habe doch gar nichts gesagt. Nein, aber du lässt den Kopf so lampen und schnuffst ja so gespässig, wenn es jetzt dann gleich fertig wäre mit uns. Also wir dürfen doch nicht aufgeben, Dominik. Ja, ja. Und wenn einer da hinkommt, dann stehe ich ihn gerade mit den Stacheln. Eben nicht. Sonst wird es noch schlimmer für uns. Du bist immer so ruhig, Captain. Schimpf doch ein bisschen mit denen da. Das nützt nichts. Es tut mir leid, Captain, dass alles ein bisschen dumm rausgekommen ist. Aber ich kann nichts dafür. Oh, schau den Schleusen, Napoleon, den Hügler. Du allein bist schuld, du hast uns verraten. Ich kann wirklich nichts dafür. Ich habe nur meine Pflicht da. Ich muss eben genau kontrollieren, wer bei den Schleusen durchfährt. Da ist mein Posten. Ja, ja, du jetzt noch so. Du bist kein Dreck besser als die anderen Süffel dort hinten. Das ist nicht recht, dass ihr mich für so anschaut. Ich kann doch nichts dafür. Lass du den nur, Niki. Der kommt ja schon mal eins aufs Dach über, wenn es Zeit ist. Du, hast gesehen, wie der grinset? Ich könnte noch so verhölzeln. So, hopp, aufstehen, Mikko. Aber ein bisschen plötzlich. Wie fällt es euch bei uns? Tom, glaub nur nicht, dass du etwa der Polizei ausweichen kannst. Das Gold gehört nämlich nicht mir. Es gehört dem Matthias, dem Bootsbauer. Ihn kennt man im ganzen Land umeinander. Wenn er sein Boot und sein Gold vermisst, so kannst du sicher sein, dass jeder weiss, wer es war. Ja, man findet dich und hängt dich an Galgen. Was du nicht sagst. Das Gold gehört also deinem Freund Matthias. Ja, ja, jetzt gehört es an mir, dem Roten Tom, dem Hauptmann von den Katzenpiraten. Uns hat im ganzen Land um eine Angst. Ja, die können schon suchen, die finden nichts. Das Boot nicht, das Gold nicht und uns nicht. Und euch nicht. Was willst du machen mit uns? Sag mal. Das sind sie dann schon. Auch ich verschwinde. Ich nehme einen anderen Namen an, schneide den Schnauz ab und dann kennt mich niemand mehr. So, du alter Dachs und du vorwitziger Igel. Jetzt machen wir das nicht mehr länger mit euch, hä? Bringt die zwei ins Boot ab. Marschieren. Vorwärts. Alles mir noch. Mich nimmt es noch Wunder, was der Tom mit uns im Sinn hat. Du, Captain, ja? Jetzt habe ich aber Angst. Ganz fest. Ich habe mir auch alles ganz anders vorgestellt. Die ganze Seefahrerei. Es wäre sicher auch recht rausgekommen, wenn wir nicht hätten müssen, dort durch die Selbstschleuse durch. Ja. Der Kater Napoleon hat spioniert und uns verraten. Und das andere weiss ja selber. Du, Captain, ich habe das in Füße. Was? Da kommt Wasser rein. Das hat jetzt gerade noch gefehlt. Oh. Wasser. Oh, weißt du, so gemein kannst nur du sein, so eine traurige, elende Räuberwandi. Ja, du. Oh, schau mal, Captain, überall streckt rein. Das Wasser. Oh, unser schönes Schiff. Ja. Oh, das Wasser steigt. Ja. Immer höher. Ja, ja, ich sehe es nicht, aber ich kann nichts mehr machen. Was ist eigentlich los, Captain? Es ist alles aus, Niki. Wir können nicht mehr raus. Die Piraten haben Wasser reingelassen, versenken das Boot und uns damit. Wenn wir Glück haben, so geht es noch 10 Minuten, bis wir unten sind. Niki, wir sind verloren.
Ich will raus. Dominik, ja. Hilf mir doch. Ja. Ich will raus. Arme Niki. Ja, jetzt schau mal. Dominik. Mhm. Wir sind doch zwei Freunde. Man kann uns doch nicht einfach... Ja, nein, sicher nicht. Mein Küssi. Mhm. Es ist aus. Das Wasser steigt immer höher. Dominik. Hm? Kommt noch mehr? Ich weiß es nicht. Müssen wir jetzt sterben, Dominik? Was hast du? Los, das Lied hat der Vagabundo Otto gesungen. Kennen doch Katzenpiraten das auch? Ja, das ist doch seine Stimme, Niki. Das ist er. Ich kenne sicher den Vagabundo Otto. Lass uns den echt raus. Der kann uns kaum helfen. Er ist ja blind. Er findet uns doch nicht einmal. Hilfe! 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 Da sind wir! Hilfe! Hilfe! Komm da! Hilfe! 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 Wer ist denn da? Dort kommt er und das Tempo, das er hat. Also jetzt glaube ich denn doch, dass er gar nicht blind ist. Hilfe! Hilfe! Was ist los? Der Dominik! Jetzt ist aber höchste Zeit gewesen. Oh ja, du. Oh, ich hab Glück gehabt. Ja, was ist denn passiert? Der Otton und die anderen haben uns versäufen, den Schlechthagel, und der Napoleon hat uns verraten und der Dominik mag fast nicht mehr und unseren schönen Bootgogel kaputt machen. Die sollen nur warten und jetzt sind wir draußen. Danke vielmals. Niki, Vagabund Otto, ich kann es fast nicht glauben. Ich habe es doch ganz genau gesagt, sag mal. Was machen wir jetzt? Abschlag! Wie sieht's aus mit dem Boot? Alles genau, wie du befohlen hast. Das Schiff mit den beiden ist untergegangen, die kommen nie mehr. Jetzt wollen wir aber den Lohn. Ja, lass ich mal, ich bin für heute ein bisschen zu müde. Es ist ja doch ein strenger Tag gewesen, hä? Wir werden heute den Mohn verteilen. Nichts wird heute verteilt, genau. Für den ersten Mohn. Und ich sage Mohn. Gerade jetzt auf der Stelle. Jawohl, natürlich. Das ist doch selbstverständlich. Wir wollen doch wissen, wie viel Gold das jeder überkommt. Und mach den Deckel auf, los. Jawohl, auf. Los, ich bin verkältet, ich habe Kopfweh und so solche Zeug. Ja, ich könnte gut erzählen beim Teilen. Also nochmal, morgen kommen wir dran, einer nach dem anderen. Jetzt los! Und jetzt los! So, jetzt reden wir mal. Du hast uns lang genug am Seil abgelangt und so Sachen versprochen, die wir nie bekommen haben. Jetzt wird verteilt! Nein! Damit sagst du! Mal! Los! Heute ist! Kann ich echt auch noch etwas zu sagen? Ich bin schließlich der, der für euch die ganze Sache eingefädelt hat. Jawohl! Ich will dann jemanden auch noch meinen Teil. Das hat er mir versprochen! Ami! Da hast du wenigstens etwas dran her. Warte noch, es gibt noch mehr. Was ist denn da los? Wer hat die rausgelassen? Ihr seid doch tot. Es ist Verrat. Nein, mit dem hast du nicht gerechnet. Was bist du für einen? Halt das Vollkunst, da bin ich der Chef. Vorbei, Tom, vorbei. Jetzt sind wir an der Reihe. Das gilt nicht. Du langes Elend, du, vor dir habe ich dann etwa noch lange keinen Schiss. Also weg, du, in deinem stacheligen Grind. Ja, du hast uns zwei Wellen versäufen, jawohl. Nur zum Spass, ich kann nur wollen schauen. Ja, ja, gut. Und jetzt machen wir auch mal ein bisschen Spass, du, mit dir. Nein, das wird dann gelassen. Oh, doch, komm. Wir Was mein ihr denn auch? Ihr zwei hab ich geholfen. Nicht Luke klar, zusammen schlafen. Eben, Obacht,
kommt einer von hinten. Pass auf, gib mir eins. Gib mir eins. Oh. So, der kommt nicht mehr. Wo ist der Nächste? Mir brummelt der Schädel. Ich hau. Wir haben das Bier. Oi, Bein! Weg da! Wie ist das? Jetzt langen sie mir runter. Machen sie selber weiter. Schleicher, lebst du noch? Was ist Goli? Blüht dir auch im Gesicht. Und wie? Der Säugel ist mir mit der ganzen Wucht herangetatscht. Ich bin ganz verlöchert. Dick, was hast du? Der Igel hat mir den Grimm verstochen. Mei, das tut gut. Kommt, wir hauen jetzt ab. Ich kann sowieso nichts mehr machen. Gerade als ich ein Messer packen wollte, hat mir der Dachs mit dem Knebeleis auf den Pfoten gehauen. Und der Vagabunde noch die Schlechtkeit bis von innen gekommen und hat mir noch ein Stückchen vom Schwanz abgehauen. Also ich bin total fertig. Macht, was ihr wollt. Jetzt habe ich noch ein Foto und mit dem sollte ich ja 3 Jahre bleiben. Also. Du, Dick, schau mal, was habe ich da? Wie tut es da auch so weh? Oh, Groli, glaub's wohl, du hast ja auch keinen Schwanz mehr. Was? Wie das aussieht. Oh, ja, ja, ja. Komm, wir hauen es. Ja, wo sind die Eltern? Jetzt komm ich auf die Decke, auf die Kniefeldecke. Abfahrer! Aufhören! Haben Sie noch nicht genug? Hier geht es nicht. Fertig mit Trinken. Also, mir ist es so. Tra-tra-tra-la-la, tra-tra-tra-la-la. Wie geht's? Ah, prima. Ich bin dann noch lange nicht müde. Du, wo ist eben Tom? Nicht mehr da. Ich habe ihn in den Bach runtergerührt. Jetzt kann er lernen schwimmen. So, jetzt haben wir es. Es war eigentlich noch glatt. Du, ich kann zwar nicht mehr alle Stacheln, aber das macht ja nichts. Die stecken dafür in diesen ihren Köpfen. Wer hat eigentlich dem dicken Kater noch die Lampen auf den Kopf getatscht? Das bin eben ich gewesen. Ja, der Blöd hat mich eben am Bein gehalten und wollte ihn abreissen. Ja, ich hätte gerade nichts mehr machen können. Und dann hat ihm halt nachher halt noch die Lampen auf den Kopf gerührt. Und das haben sie schön getatscht. Und gejault hat er. Ja, jetzt ist natürlich die Lampe kaputt und unter dem seine Nase nehmen. Ja, aber ich kann nichts dafür, der ist selber schuld. Er hätte mich auch nicht müssen am Bein heben. Du bist ein ganz tapferer Gsiniki. Und dir, Vagabunde Otto, danke ich auch. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so gut siehst mit deinen Augen. Ja, nur manchmal. Vorig war es halt nötig gewesen. Oh, dort liegt noch ein Schwanz. Wem gehört auch der? Lass ihn noch, es liegt noch mehr warum. Wichtig ist es, dass wir noch alle gut dran sind und dass wir Matthias sein Gold noch so schön beieinander haben. Ja, du, Captain, jetzt habe ich aber Hunger, hat es echt nichts zu essen. Oh, du hast recht, Niki. Ich möchte auch gerade etwas. Und der Vagabunde Otto sicher auch. Ja, Räuberlis macht Hunger. In einer Räuberhöhle hat es immer etwas rum. Kommt, schauen. Ja, jetzt können wir schauen. Und so ist alles noch gut rausgekommen. Von den Katzenpiraten hat man nie mehr etwas gehört. Alle Tiere in dieser Gegend sind froh gewesen, dass der rote Tom und seine Piraten endlich verschwunden sind. Der Matthias hat natürlich eine grosse Freude gehabt, dass der Dominik, der Niki Tiki und der Vagabundenotto sein Gold so verteidigt haben. Er hat mit seinen Arbeitern die Möwe aus dem Wasser gezogen und alles wieder so gemacht, wie es vorhin war. Der Niki Tiki hat ein ganz neues Bett bekommen. Da fährt jetzt die Möwe, schöner wie früher. Und am Steuer steht der Kapitän Funkle Dominik Dachs.